Ja, also wie es den Anschein hat, kauft er Tränke. Das habe ich gerade mit Gerogon getestet, als er ist vorgelaufen mit ein paar Tränken dabei. Ja, wir können ja gleich eine Pause einlegen, wenn wir bei ihm waren. So, jetzt können alle rein. Huschen schnell mal an dem Fleischgolem vorbei. Nicht zu dem Fleischgolem, an dem Fleischgolem vorbei. So, und jetzt machen wir unseren Tag mal leer. Ja, mächtiger Magier, yada yada yada. So, Bastardschild plus 1, normaler Schild plus 1 kann weg. Die Gegengifte können weg, weil wir haben zwei Leute, die das entfernen können. Freundschaft kann weg, kann alle... Wow, 3000 Goldmünzen. Oh, okay, kann weg. Kann auch alles weg. Klopfen hat sie schon. Unsichtbares Entdecken kann, glaube ich, Shahira. Frostriesenstärke behalten wir mal. Die Roben können weg, der Panzer auch. Schweinchen auch. Oh, 500 Goldmünzen. Aber wir sollten erstmal bei der Kommandantin gucken, ob der da vielleicht mehr wert ist. Morgenstern kann auch weg. Feuerresistenz weg. Ein plus 3 Schwert verkaufen für 500 Goldmünzen. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, muss sein. Und der Improvisionstrank kann auch weg. Absorptionstrank. Schmetterwaffen, nö, kann weg. Trank der Lebenskraft. Nö, auch weg. Die bringen zwar alle was, aber erstens vergesse ich meistens, sie zu trinken. Und zweitens sind die Boni nicht so super. So, Trank der Macht. ED 0 plus... Oh. Okay, den behalten wir auf jeden Fall. Der Rest kann aber weg. Auch die zwei Tränke vom Jahrmarkt. Trank der Spiegelung waren ganz praktisch, wenn man gegen Basilisken und dergleichen kämpft. Der ist verflucht. Schutz zur Versteinerung behalten wir dann auch mal. Explosionstrank. Oh, das ist so ähnlich wie dieses Brandöl. Das behalten wir auch. Schutz vor Bösem kann weg. Oh, 21.000 Goldmünzen. Okay. Gegengift kann weg. Das kann auch weg. Personenbezaubern kann auch weg. Trank der Stärke kann weg. Schlaf kann auch weg. Den Rest müssten wir identifizieren. Und sie hat lauter Kleinkram, Diamant, Pfeile behalten wir natürlich. So, 22.000 Goldmünzen. Er hatte aber nur diese komischen Sachen, die auch negative Effekte hatten. Und eine Robe des guten Erzmagiers. Für 16.000. Die gönnen wir uns doch mal. So, bitteschön, Düner hier. Und Rüstungsklasse 5, das ist doch schon mal gut. Was haben wir hier noch? Oh, müssen wir erst identifizieren. Können wir hier schlafen? Ich denke mal nicht, ne? Ne. Na gut, alle raus, identifizieren, wieder rein, verkaufen. Und dann machen wir uns auf nach Baldurs Tor. So, Dünner hier. Armbänder. Rüstungsklasse 6. Bringt das was mit der Robe? Bringen die was? Nö, super. Und Immun wird damit auch nichts anfangen können, weil sie hätte die Schattenrüstung. Also können die beiden auch verkauft werden. Was ist hiermit? Robe des bösen Erzmagiers. Oh, die müsste ja gut was wert sein. Wenn ich die andere für 16.000 kaufen müsste, hoffe ich doch mal, dass ich für die jetzt ein bisschen was zurückbekomme. So, nix wert. Und die andere, das kann auch, nee, das nicht, das und das kann weg. 5.000 Goldmünzen. Muss doch okay. So. Stab der Furcht behalten wir. Ja, jetzt müsste unser Inventar eigentlich... Naja, das kann sie noch lernen. Wirklich viel besser sieht es auch nicht aus. Was haben wir hier? Ja, kann weg. Die Kugeln sind... Kugel plus 1. Na toll.
So. Ja, aber doch. Die beiden können wir noch bei der Kommandantin versuchen loszuwerden. Und die identifiziert sie, wenn wir mal Zeit haben. Manu? Wenn wir mal Zeit haben. Ja, kann sie nicht so auf Anhieb. Na gut. Dann auf nach Baldur's Tor. Ja, da unten können wir raus. Das dürfte gleich ein ganz schön langer Fußmarsch werden da hoch. Mal gucken, ob wir überhaupt ohne Probleme reinkommen. Bei den Problemen, die die ganze Region momentan hat, wäre es nachvollziehbar, wenn sie nicht hier in die Stadt reinließen. Ah, wir sind ja inzwischen recht bekannt. Oh, da kommen wir nicht mehr direkt hin. Okay, gehen wir vom Räuberlager aus nach Westen. Oder nach Norden, wo die Straße lang geht. Na gut, ich probiere erstmal nach Westen und dann nach Norden. Ich bin dann gleich wieder da. Ja, nach Westen ging also. Zu so einer kleinen Farm. Gucken wir mal dahin und dann von da aus nach Norden. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. So, ist das hier die Straße oder ist das einfach nur Geröll? Oh, gehen wir einfach mal lang. Gerogon flitzt vor. Wer bist denn du? Erstmal Gesinnung erkennen. Nichts Böses hier in der Nähe. Okay. Ihr wollt Ankeg fangen? Eigentlich wussten wir gar nicht, dass es hier Ankeg gibt, aber gut. Na dann, passt auf. Es ist Paarungszeit, also kommen hauptsächlich die Weibchen an die Oberfläche, um sich einen Vorrat anzufressen. Sie sind hungrig, sie sind angriffslustig und es sind sehr viele. Also, wir machen das hier nicht, um sie auszurotten, sondern um den Bestand auf ein überschaubares Niveau zu halten. Vergesst nicht, dass sie die Erde auflockern und dadurch die Ernteerträge um bis zu 15% steigern. Unsere Nahrung wird in den nächsten paar Jahren sowieso recht knapp werden. Warum das? Daran solltet ihr da draußen auch denken. Also nicht mehr als 4 Ankeks pro Gruppe. Wenn ihr mehr fangt, müssen sie wieder freigelassen werden. Am meisten Aktivität können wir etwa 50 Meter links von hier verzeichnen. Und jetzt los mit euch. Ich bleibe hier und behalte euch im Auge. Ja, nee. Das kommt erstmal mit auf die Liste. Ankeks fangen können wir auch später noch. Erstmal wollen wir uns die oder auch nicht. Wir wurden gerade angegriffen. Na? Komisch. Oh, da bist du. Für die Gerechtigkeit. Auf wen schießt du? Oh, Düner hier. Nee, 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 nee. Weg da. Das ist knapp. Heiltrank. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, ich hätte auch ein ungutes Gefühl, wenn Säure in mein Gesicht gespuckt wird. Oh, es sind 2. Dann ein bisschen Magie drauf. So, rückt mal ein bisschen nach. Ja, auf Gerogon könnt ihr ruhig spucken. Das ist dem egal. Wo ist der jetzt hin? Ah. Und schon tot. So ist doch okay. Und ein Panzer hat hinterlassen. Die kann Minster mal mitnehmen. Haben wir noch eine Trophäe für den Kommandanten? Oh, ganz schön schwer. Ja, 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 wir können ja gleich schlafen. Aber erstmal heilen. So, das waren schon mal 2. 2 dürfen wir noch, oder wie war das? So, Straße hoch. Ja, da wird es wohl nach Baldur's Tor gehen. Also schlagen wir erstmal unser Lager auf. Ah, oder auch nicht. Obwohl, wir sind echt mehr müde, also müssten wir lange noch geschlafen haben. Na gut, da ist jetzt unser Ankeck Nummer 3. Weg, 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 weg. Nummer 3 wollte ich gerade sagen. Bitte nicht, bitte nicht. Na gut.
Das hätte übel enden können. So, Panzer Nummer 3. Viel zu schwer. Aber sonst hat hier keiner wirklich viel Kapazität über. Na gut, lassen wir die erstmal hier liegen. Es scheint ja genug von denen zu geben. So. Und wieder hochheilen. So, das müsste erstmal reichen. Wir gehen schließlich in die Stadt und nicht in ein Räuberlager rein. So, das Tor zu Baldurs Tor. Die riesige Brücke, eher gesagt. Kommen wir durch? Ja, kommen wir durch. Ganz schön protzig, ne? Naja, es ist auch eine riesige Stadt. Das passt schon. So, der Rest kommt gar nicht hinterher, aber es ist egal. Wir wollen uns schließlich erstmal nur hier vorstellen und versuchen reinzukommen. Boah, ist die lang. Die ganze Karte ist nur eine Brücke. Okay, keine Stadtwache? Bist du die Stadtwache? Quay. Na gut, lassen wir den Rest mal hinterherlaufen. Wo kommst du jetzt her? Söldner der flammenden Faust. Der Eintritt kostet eine Goldmünze pro Person. Bitte nennt den Ort eurer Herkunft. Das mysteriöse Land der ausgelassenen nackten Nymphen, wo euch jedes Verlangen von glatzköpfigen, blubbernden Grottenschraten erfüllt wird. Haha. Nee. Wir sagen Kerzenburg. Wartet hier. Mein Befehlshaber möchte mit euch sprechen. Und 6 Goldmünzen eingebüßt. Na gut. Du bist dann wohl der Befehlshaber. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Scar, stellvertretender Kommandant der Flammenden Faust. Zwar braucht ihr euren Namen nicht preiszugeben, doch beantwortet mir bitte diese eine Frage. Seid ihr jene Gruppe, die an dem Fiasko in den Minen von Nashgrail beteiligt war? Ja, das waren wir. Ich muss schon sagen, ihr habt hier oben in Baldurs Tor einen ziemlichen Tumult entfacht. Ich kann nicht im Einzelnen benennen, was mich zu diesem Entschluss veranlasst, aber in der Stadt sind merkwürdige Dinge geschehen. Es wird immer schwieriger für mich, überhaupt noch jemanden zu trauen. Ich brauche Leute von außerhalb, die keine Verbindung mit denen in der Stadt haben. Wird ihr daran interessiert, diesen Part für mich zu übernehmen? Die Antwortmöglichkeiten sind nicht wirklich einem Paladin entsprechend, ne? Entweder können wir sagen, wir haben keinen Bock, oder wir wollen Kohle dafür haben. Na gut, wenn es sich bezahlt, macht sicher. Na gut, was ich euch jetzt mitteile, muss streng vertraulich bleiben, habt ihr verstanden? Ich möchte, dass ihr eine Untersuchung der Gemeinschaft der 7 Sonnen aufnehmt. Oh, da wollten wir eh hin, weil die in dem einen Brief erwähnt wurden. Die Anführer der 7 Sonnen haben sich in letzter Zeit recht sonderbar verhalten. Sie verkaufen wertvolle Güter und vernachlässigen einen großen Teil ihrer einträglichen Handelsaktivitäten. Angesichts der Bedeutung der Gemeinschaft für die Wirtschaft der Stadt sind die Großherzöge stark beunruhigt. Ich habe Yasuo, den Chef der Gemeinschaft, um ein Gespräch ersucht. Er wies mein Ansuchen in grober Weise zurück. Ich sollte mich um meine eigene Angelegenheit kümmern, sagte er. Ich kenne Yasuo seit vielen Jahren und ein solches Verhalten hat er noch nie an den Tag gelegt. Ich kann keine offizielle Untersuchung einleiten, da es dafür keinen wirklichen Anlass gibt. Darum brauche ich euch. Okay. Also wir können sagen, wir helfen ihm, oder wir können ihm erzählen, warum wir hier sind und wer hinter dem Ganzen steckt. Na gut. Ich denke, wir können ihm trauen. Also ein böses Entdecken würde bei ihm auch sagen, dass er kein böser Charakter ist. Das heißt, wir erzählen ihm jetzt alles, was wir wissen. Wir sind bereit, doch solltet ihr zunächst eines wissen. Wir glauben, dass der Eisenthron hinter den derzeitigen Ereignissen entlang der Küste steckt. In den Minen von Nashgrail und im Mantelwald haben wir einiges über die Ziele und Methoden des Eisenthrons erfahren. Und die Zukunft verheißt nichts Gutes für diese Gegend. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Sache. Ich kann momentan nichts unternehmen, aber ich werde mich darum kümmern. Ich möchte, dass ihr in das Gebäude der 7 Sonnen eindringt und herausfindet, was da faul ist. Führt eure Erkundung verdeckt durch. Ich möchte nicht, dass die Angelegenheiten in einer Katastrophe enden. Gebt vor allem auf Yasuo Acht. Nachdem ihr so viel wie möglich herausgefunden habt, meldet euch wieder bei mir.
Ihr trefft mich im Lager der flammenden Faust. Ich zahle jedem von euch 2000 Goldmünzen für diesen Gefallen. 12.000 Goldmünzen? Das klingt doch gut. Das Anwesen befindet sich im Südwesten der Stadt. Da wo der Eisenthron ist? Ich wünsche euch alles Gute und vergesst nicht, dass wir uns bei der Kaserne der flammenden Faust westlich von den sieben Sonnen treffen. Ach so, das Anwesen von den sieben Sonnen. Okay, sobald ihr den Auftrag auf das Anwesen der sieben Sonnen ausgeführt habt. Ja, wenn du jetzt noch ein paar Mal flammende Faust und noch ein paar Mal Anwesen der sieben Sonnen erwähnst, dann wird das Ganze noch viel übersichtlicher. Na gut.